Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Und damit herzlich willkommen zurück zu einem Hörsturz und einem kleinen Let's Play zu Need for Speed Underground 2, was schätzungsweise nicht furchtbar lange dauern wird, aber ziemlich cool wird, denke ich, hoffe ich. Ich hoffe auch, dass alles mit dem Sound passt. Ich habe das gerade mal eingestellt, aber man weiß ja nie. Die Parts werden, denke ich, so zwischen 15 und 20 Minuten lang, je nachdem, wie es sich anbietet. Der erste Part vielleicht ein bisschen länger, wegen Story und so. Wie ihr gerade gehört habt, das Spiel ist am Anfang unglaublich brutal laut. Ich habe aber eigentlich schon alles eingestellt und hoffe, dass alles vom Sound her passt. Wir starten eine neue Karriere. Und ich halte einfach mein Maul. Ja? Cool. Hey, alles klar? Ich bin Rachel, Samanthas Freundin. Hab gehört, dass deine Maschine gelandet ist. Willkommen in Bayview. Fette Karre. Hey, falls du es nicht schon erraten hast, das, was du hier hörst, ist das Kurzmitteilungssystem, auch bekannt als SMS. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, deshalb habe ich schon mal alles eingestellt. Lies dir am besten die Anleitung durch. Ja, ne, Kurzmitteilungssystem, SMS. Das war da noch nicht so neu. Das Spiel ist von 2004. 5, glaube ich. Ich gucke gerade auf der Verpackung nach. Stehe hier aber nicht. Es braucht jedenfalls unglaubliche 2 GB Festplattenspeicher, 256 MB RAM, einen Prozessor mit 933 MHz und mindestens Windows 98, 2000 ME oder XP. Wie ihr merkt, das Spiel ist älter. Das sieht man auch sehr. Ich glaube, es ist von irgendwo um die 2002 rum. Ich habe aber ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Deshalb ist SMS hier noch eine neue Sache. Von Rachel betreff SMS-Anleitung. Willkommen zum SMS. Über dieses System empfängst du während des Spiels Informationen. Ein Briefsymbol weist dich auf die neuen Nachrichten hin. Um sie zu lesen, musst du das SMS-System aufrufen. Die Symbole für Textnachrichten haben je nach Informationstyp verschiedene Farben. Renn-Events erscheinen als Symbol oben auf der Nachrichtenanzeige. Wenn du die Renn-Shop-Betreten-Taste drückst, erhältst du mehr Informationen über das Event. Jeder Renntyp hat ein anderes Symbol. Außerdem kannst du im Explore-Modus die Weltkarte aufrufen. Mit ihr hast du den besten Überblick über die Stadt und alle Rennen. Und Shops. Die du entdeckt hast. Hier kannst du auch Events und Shops filtern und das GPS-System aktivieren. Um deinen Karrierefortschritt aufzurufen, drückst du die Taste für den Karrierestatus. Hier kannst du die optische Bewertung deines Wagens und deinen Fortschritt im Spiel nachsehen. Weiter. Wirf einen Blick auf die Minikarte. Sie ist einfach zu benutzen und du solltest dich daran gewöhnen. Die Stadt ist groß, weißt du? Ich brauche meinen Wagen bald wieder, also komm bitte zum Autohändler, der auf der Minikarte markiert ist. Alles klar, Bruder. Wir kriegen einen fetten Pfeil hier. Minikarte kennen wir auch. Und das... Ach ja, das war nicht Nitro. Ups. Ich habe die Tastaturbelegung. Yo, Rachel! Ich habe hier ein paar Renninfos für dich. So eine Truppe Loser trifft sich gerade für ein paar Rennen. Gute Chance, dein Konto ganz easy aufzubessern. Ich schicke dir die Location. Wir sehen uns. Ich habe die Controller-Belegung auch schon mal gehabt. Ich spiele das ganze Spiel mit dem Controller. Ich glaube, ich sollte noch niemanden herausfordern, wobei mit ihrem Auto geht das, glaube ich. Hey Rachel, alles klar? Hab gehört, dass in Fort Union einiges los sein wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück! Ich weiß leider nicht mehr, auf welche Taste ich Rennen belegt hatte. Ach, oben, okay. Perfekt. Nee, habe ich nicht oben gemacht. Da ist das Auto zurücksetzen gewesen. Warte, kann ich hier noch gerade... wie kam ich aufs Menü? Das ist es nicht. Ich glaube, ich habe keine Taste dafür belegt und musste deshalb immer über Escape darauf gehen. Genau. Option, Moment. Ich kann hier wieder nichts machen, ne? Ich mache mal ganz kurz. Das knallt übrigens immer erstmal einmal richtig krass. Ich muss mal kurz was einstellen. Das wird noch öfter passieren.
Und zwar möchte ich gerne Rennen-Shop betreten auf das tun. Was habe ich dadurch weggetan? Hydrauliksprung. Was ist denn Taste 3? Das ist Taste 2, das ist Taste 3. Was auf der Taste? Runterschalten. Runterschalten ist mein... Eigentlich kann ich die beiden Tasten unbelegt lassen. Also 1 und 2. Das ist Taste 0. Das ist Taste... Ah, fuck, ey. Tut mir leid. Das ist Taste 1, ne? Ja, genau. Also Taste 1 kann ich auch anders belegen. Ja, spielt eigentlich keine Rolle. So, ja, speichern, ja, speichern, beenden, ja. Karriere fortsetzen, danke. Ihr merkt schon, etwas chaotisch noch hier. Weil jetzt habe ich... Achso, ihr seht übrigens oben auch immer, welches Lied spielt. So, kann ich das auch machen. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen? Halt mal den Ball flach, Kumpel. Nur weil du in Rachels Auto rumfährst, heißt das gar nichts. Wirf deine Kohle rüber und tritt an. Keine Gnade. Wir sehen uns an der Ziellinie. Kleiner, du kommst hier nicht in Kleiner, du kommst hier in Rachels Kiste an und lässt den Helden raushängen. Du brauchst schon mehr als eine geile Karre, um dich hier zu behaupten. Zück die Kohle und los geht's. Zwei Runden, die Strecke kommt gleich auf deine Karte. Nehmen wir natürlich an. Gibt Preisgeld von 200, Distanz 4 Kilometer, Renntyp Rundkurs. Machen wir mal. Hab eben schon mal ein bisschen gespielt. Ah, fuck! Ja, wir haben schon Nitro in Rachels Karre, was ganz cool ist, weil wir, kleiner Spoiler, gleich eine andere Kiste kriegen werden, die kein Nitro hat. Und dann müssen wir uns erstmal wieder so ein bisschen reinwooven, weil wir kriegen einen Haufen Scheiße, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, ich habe die dumme Route genommen. Natürlich habe ich die dumme Route genommen. Alle haben die dumme Route genommen, okay, perfekt. Ich habe eben schon mal eine Runde in so einer Kackkiste gespielt, tatsächlich. Also, das ist Kackkiste, mein Lieblingsanfangsauto in Underground 2. Und wie man sieht, die haben nicht wirklich Schnitte hier gegen uns. Ich meine, Start komplett verkackt, weil ich auf Handbremse gedrückt habe, anstatt auf Nitro. Aber läuft trotzdem. Ich habe das Spiel, glaube ich, schon öfter als einmal durchgespielt. Ich hatte es früher auf PlayStation 2, glaube ich. Das müsste ich auch noch irgendwo rumliegen haben. Ich habe es mir jetzt gebraucht über Rebuy mal wieder gekauft. Natürlich kein Code dabei gewesen. Also ist ja ein Penner, aber zum Glück gibt es ja Mittel und Wege, sowas zu kriegen. Also falls ihr ein Spiel kaufen wollt, ich kann euch Rebuy eigentlich empfehlen. Ich habe das schon öfter gekauft, aber manchmal wird man verarscht. Muss man halt nur wissen, wie man darauf reagiert. Ne? Normalerweise kann man das Spiel halt, denke ich, zurückgeben. Aber ich wollte es ja spielen. Ich habe jetzt 2 Wochen darauf gewartet, dass es kommt. Freddy wartet auch schon sehnsüchtig auf dieses Let's Play, damit er endlich seine Langeweile überbrücken kann. Nevoir. Und ich muss an der Nase fucken. Ja, das war nicht so gut. Ich habe mich gerade an der Nase gekratzt und meine rechte Hand, meine linke Hand nicht frei gehabt. Starten wir mal kurz durch, ne? RIP! Alter. Ich weiß tatsächlich nicht, worüber ich in diesem Spiel reden soll und kann im Endeffekt, weil das Spiel lässt nicht so viel Spielraum, Alter, das nervt, wenn ich mich jucken muss übrigens, nicht so viel Spielraum für Gelaber über. Oh. Das war ein leichter Crash. Natürlich fängt es jetzt an zu regnen. Damit das bloß nicht zu geil wird. Crash sind in diesem Spiel übrigens, glaube ich, gar nicht mal so beschissen. Also normalerweise würdest du sagen, Crash, Auto im Arsch, ne? Schmeiße weg, kauf dir ein neues. Muss mich kurz jucken und dafür mit meiner Nase an die Hand gehen, die hinter dem Mikrofon ist. Deshalb habe ich gerade wahrscheinlich sehr komisch angehört. Ich habe das Spiel übrigens... Boah, lass mich mal überlegen. Bestimmt 10 Jahre nicht richtig gespielt. Na, bestimmt 10 Jahre, eher mehr. Oder? Warte mal, vor 10 Jahren war ich 13? Doch, könnte hinkommen ungefähr. Mit 13 habe ich das vielleicht sogar noch gespielt. Warum fahre ich denn die ganze Zeit im Gegenverkehr, ich dummer Spast? Jedenfalls, oh, das war's schon. 3 Minuten 98, perfekt. Warte. 200 Geld gewonnen und 300 Rufpunkte, ja, nice, so nice.
Gut, zurück zum Explorer. Ich glaube, ich habe nicht gespeichert, weil die Dead Zone von dem Controller ein bisschen scheiße ist. Mann, wo bleibst du? Hast du dich verfahren oder was? Du findest den Automarkt auf der Minikarte. Beeil dich und komm her. Ich ja. Hab nicht die ganze Nacht Zeit. Na klar, ich kaufe erstmal, also ich spiele erstmal noch ein Rennen. Yo, Rachel, ich habe hier ein paar Renninfos für dich. So eine Truppe Loser trifft sich gerade für ein paar Rennen. Gute Chance, dein Konto ganz easy aufzubessern. Ich schicke dir die Location, wir ne? sehen uns. Änderung der Lenkung. Du kannst die Lenkung entsprechend im Vorleben unter Spieler in den Optionen des Pausenmenüs einstellen. Wähle zwischen den verschiedenen Einstellungen. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Minikarte-Legende. Drücke die Taste für die Weltkarte, um Zugriff auf die Funktionen der Weltkarte zu erhalten. Sie erwähnt eine Gesamtübersicht aller Teile von Bayview Shop Event, die freigespielt wurden. Du kannst die Anzeige der Karte filtern, indem du die Events neben ihr markierst und sie ausblendest oder anzeigen lässt. Darüber hinaus kannst du die verschiedenen Kartenansichten schauen. Megaloparts. Auch wenn Megaloparts nicht alle Tuning-Teile im Angebot hat, lohnt sich ein Besuch immer. Teile und Pakete sind hier günstiger als in normalen Tuning-Shops. Gute Teile zum besten Preis gibt es immer bei Megaloparts. Betreff Karteneinstellung. Die Minikarte lässt sich feststehend oder rotierend ändern. Ja, das habe ich schon eingestellt. Und Minikarte-Anleitung. Die Minikarte befindet sich unten links auf einem Head-Up-Display. Natürlich hat dieses Auto schon ein Head-Up-Display. Ich meine, es ist von 2000 oder so. Auf ihr erscheinen alle Schauplätze und Events, die gerade verfügbar sind. Die Symbole von dem Wasser und so zeigen in die grobe Richtung. Cool. Super, ne? Gut. So. Wir haben außer dem Sprint hier gerade gar nichts mehr. Ich glaube, bei Sprint musste man schalten. Hey Rachel, alles klar? Hab gehört, dass in Ford Union einiges los sein wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück! Find's gut, wie entspannt er bleibt, während seine Kiste dahinter voll umdurchdreht. Was machst du denn da in Rachels Wagen? Ach, du bist der Typ, von dem ich schon gehört habe. Dann wollen wir dich mal standesgemäß begrüßen. Die Karte zeigt dir den Weg. Straighter Sprint. Wir sehen uns im Ziel. Okay, es ist ein Sprint und kein Drag. Es ist scheinbar nicht mehr das, was ich... Die Dead Zone von dem Controller ist übrigens richtig gut. Achso, sie hat jetzt nur noch beleidigt, als Bay hier bezeichnet. Vielleicht, Oh, fette Kiste, Baby! Und abgehängt. Das war ein TT, oder? Ich wollte gerade sagen TTS, aber ein TTS gab es zu der Zeit noch gar nicht. Glaube ich. Vielleicht gab es den alten TT auch schon als TTS. Glaube ich aber nicht. Meine Nase juckt schon wieder, das heißt, ich müsste eigentlich jucken, aber das wäre gerade nicht so hilfreich, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß übrigens noch nicht, wie man driftet hier in dem Spiel. Das muss ich, glaube ich, erst lernen. Aber allgemein läuft es schon viel zu gut. Ich glaube, ich muss die Schwierigkeit hochstellen. Wir spielen auf Mittel, falls das interessiert. Konnte man einstellen, habe ich gemacht. Nämlich auf Mittel. Also, Mittel war die Standardeinstellung und ich habe es einfach dabei gelassen. Was? Das war nicht knapp, Alter? Aber das war knapp, weißt du? Ich finde 350Z echt ein richtig schickes Auto. Es gab dann ja nach... also wie gesagt, das Spiel ist ungefähr von 2005, glaube ich. Es gibt ja jetzt seit 2013 den 370Z, den ich auch extrem gut finde. Aber an den 350Z kommt so schnell nichts wieder ran, glaube ich. Der war schon Bombe. Das ist auch tatsächlich das Auto, mit dem ich das Spiel, mit dem ich das Auto verbinde. Und das Auto, mit dem ich das Spiel verbinde. Ich verbinde diese beiden Sachen sehr miteinander, weil ich glaube, Need for Speed war mein erstes Rennspiel, das ich gespielt habe. Also Underground 2. Ich habe auch mal Underground gehabt, aber das war nicht frei, also war es nicht so cool. Und die Musik in Underground 2 ist legendär. Ein Supra ist auch mitgefahren, sehr schön. Und ein Sentra, wovon ich nicht weiß, was es ist. Nochmal 300 Ruhepunkte zum Geld. Und zum Explorer-Modus. Jetzt haben wir mal gespeichert. Jetzt schreit uns Rachel bestimmt wieder an. Das ist übrigens die Schafe. Hey, ich will mein Auto und zwar jetzt. Wenn du nicht sofort hier aufkreuzt, verpfeife ich dich. Und dann fährst du erst wieder rennen, wenn ich es sage. Jetzt komm schon her. Ja, Bruder, bin ja unterwegs. Warte mal, ich kann doch bestimmt... Ich glaube, das muss ich immer noch mit der Maus machen, leider. Thank you.
Bruder. Was ein Drift, Alter. So. Ja, es ist anders als bei anderen Rennspielen. Hier muss man Handbremse noch gedrückt halten. Man kann gegen diese ganzen Autos, die hier rumfahren, glaube ich, Rennen fahren. Alter, wo führt der denn uns lang, ey? So, mal ein bisschen Kohle fangen. So, Moment. Achso, es gibt noch mehr. Ja klar, Lack und Decor Shop. Der Lack und Decor Shop von Beacon Hills East befindet sich direkt nördlich der Brücke, die nach Beacon Hill führt. Suchen Sie nach dem roten Licht. Tuning Shop. Tuning Shop befindet sich in L North. Suche nach einem blauen Licht vor der Einfahrt und sofort zum Autohändler. Hey, ich will mal aussagen, sofort von Schiff ist da, ich war bei Autohändler. Ja, Mäuschen, ist ja gut, wir kommen ja schon. Aber ich fahre vorher noch ein Rennen gegen den ausgeht. Du machst in Rachels Kiste die Stadt unsicher. Willst du dir in einem Outrun ein paar Scheine verdienen? Sag einfach ja. Komm schon, keine Lust? Ach so, ich muss einfach nur Dingens aufbauen, Entfernung, ne? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, lässt sich das Auto schlecht kontrollieren. Outrun, okay, ich muss erstmal die ganzen Sachen wieder lernen, wie hier welches Rennen funktioniert. Das ist halt so ein, wer den größten Abstand zu dem anderen schafft. Okay, das ist gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Habe ich eben noch gesagt, ich muss die Schwierigkeit vielleicht hochstellen? Ich dachte eigentlich, ich könnte cool umdrehen, aber das hat nicht funktioniert. Führung. Was? Was für Führung verloren, Digga? Ich war vor ihr. Das ist halt schwierig für das Spiel wahrscheinlich bei sowas abzufragen, wer vorne ist. Weil es halt darauf ankommt, was man als vorne sieht, ne? Wenn sie halt rechts in die Straße einbiegen wollte und ich wollte links in die Straße einbiegen, habe ich ja quasi sie nicht überholt, sondern bin falsch gefahren. Hat, ne? Das wollte ich übrigens nicht. Ich würde sagen, mit dem Story-Plot, oder Plot kann man dazu nicht sagen, geht es dann morgen weiter. Wir haben nämlich jetzt schon 20 Minuten. Ich würde sagen, wir machen das jetzt noch schnell fertig, das Rennen. Und das heißt schnell, ich denke, ich verkacke hier gleich nochmal zweimal. Und dann ist sie einfach weg. Ich weiß gar nicht, ob man das Spiel so verlieren kann. Also, ob Rachel wirklich dann irgendwann sagt, oh, Fatzei, gib dir, oh, du war scheiße. Du Arsch, ne? Ich weiß, man hört die Musik übrigens kaum. Das tut mir auch echt leid, aber... Gamer und so, das muss ich nochmal gucken. Also ich meine, die Spiele sind wahrscheinlich alle... Na, Fair Use ist ja nicht so richtig. Ich schau mal. Oh fuck, aber ich hab sie abgehängt. Okay. Gut, das war Glück, dass sie so beschissen gefahren ist. Und ich denke, wir sind sie los. Wir haben 300, perfekt. Hey, ich würde gerne noch eine Runde mit dir abhängen. Aber ich muss los, meine Kohle zurückverdienen. Wir sehen uns. Pretev Outrun-Sieg. Coole Aktion. Wie du siehst, hast du Geld dafür bekommen, dass du deinen Gegner besiegt hast. Gewinne weiterhin deine Outrun-Rennen
Oder bist du schnell wieder los? Weiter. So, dann haben wir noch eins. Das Ziel eines Autorennens ist, früh zu gehen, 300 Meter Abstand zu gewinnen. Wenn du da vorne bist, entscheide dich, wo es lang geht. Liegst du hinten, musst du den Führenden überholen und die Kontrolle zu übernehmen. Ja, das haben wir ja verstanden. Gut. Und jetzt machen wir nicht noch ein Outrun-Rennen. Jetzt fahre ich, während ihr nicht dabei seid, dahin. Aber ich würde sagen, dann sieht man sich morgen wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.